So, hallo und herzlich willkommen, diesmal mit Webcam. Wie ihr seht, die Aufnahmequalität ist mal ganz übel hier von dem Ding. Das ist halt ein Uraltteil, aber ich habe mir gedacht, ich mache mir mal den Spaß. Vielleicht kommt es ja bei euch an, ich möchte auch immer euch was Neues bieten. Und ja, jetzt mit Webcam und wir spielen jetzt weiter. Also, wie wir hier sehen, sind wir immer noch in diesem, ja, verwahrlosten Zimmer, sage ich mal. Ja, wir haben uns von dem Stuhl befreit, wir haben uns da hinten entfesselt und der Stuhl steht jetzt wieder hier vorne. Natürlich alles etwas merkwürdig, aber so ist das nun mal. Bugs. Es gibt kein Spiel, glaube ich, was ohne irgendeinen kleinen Bug ist. Aber gut, soll es nicht weiter stören. Wir machen weiter mit unserem Let's Play. Entschuldigung, ich habe hier gerade wieder eine Kippe und einen Aschenbecher auf dem Schoß. Da hinten geht's lang. Und dann schauen wir doch mal, hier hebt sich wieder was ab. Seltsam. Die Puppe. Hysteria Hall war eine Spielhalle in der Nähe von Nightclub Row. Also das war gar keine Puppe, sondern nur ein Spielchip. Da ist nichts mehr. Da ist nichts mehr, dann gehen wir zurück. Und ich weiß auch noch ganz genau, dass sie unter dem Stuhl ein... Es fühlte sich an und roch wie echter Käse. Milchprodukte waren Schmuggelware erster Wahl. Knapp und sehr teuer. Sie zu verkaufen war ein Verbrechen der Klasse A. Ja, ein Käse. Und dann konnten wir auch noch hier entlang gehen. Wo kommen wir denn? Ach ja, natürlich. Kennt ihr diese Tür noch? Das war, wo Suben aus der Küche abgehauen ist und wir ihn verfolgt haben. Ich hoffe, die Aufnahme hier, mein Gebabbel, übersteuert nicht. Ja, diese Treppenstufen, die kennen wir. Und jetzt ist auch hier das Tor auf. Das heißt, wenn wir hier rauskommen, kommen wir wieder zu Howie's Imbiss. Aber da wollen wir jetzt nicht hin. Wir gehen jetzt wieder hier hoch. In die Tür rein. Und den Gang hier runter. Du hast sie in mein Zimmer gelassen. Die hatten einen Durchsuchungsbefehl, Mister. Was sollte ich denn tun? Sie nahmen meine Fotos. Ich konnte sie nicht aufhalten. Und was ist mit mir? Denkst du, ich lasse mich leicht aufhalten? Wer zum Teufel sind Sie? McCoy, LPD. LPD, hm? Vielleicht könnt ihr mir etwas zurückgeben. Woher wissen Sie, dass wir es haben? Einer von euch ist in mein Zimmer eingedrungen. Schlechte Frisur, alberner Mantel. Und der andere Kerl. Was für ein anderer Kerl? Spielen Sie nicht den Dummen. Was ist mit Ihnen? Nichts, ich dachte nur, Sie wollten mich festnehmen, mehr nicht. Ihr kleiner Streit mit dem Manager ist mir egal, okay? Ich bin auf der Suche nach ein paar Replikanten. Da kann ich Ihnen nicht helfen, Freund. Vielleicht kann mir der Manager sagen, wer dieses Zimmer da hinten gemietet hat. Warum haben Sie ihn schikaniert? Er hat diese Typen in mein Zimmer reingelassen. Ich mag's nicht, wenn man in meine Privatsphäre dringt. Was hat man gegen Sie? Nichts, Freund. Ich habe nichts getan. Wir sind alle unschuldig, nicht wahr? Verdammt richtig. Und ich mag es auch nicht, wenn man mich mit Fragen löchert. Helfen Sie mir doch ein bisschen. Haben Sie einen großen Rastafari hier in der Nähe gesehen? Oder einen Kerl mit Bart und dunklen Augen? Was ist ein Raster? Er hat Dreadlocks. Oh nein, so einen habe ich nicht gesehen. Hören Sie, meine Mutter wartet auf mich. Bleiben Sie da, vielleicht kommt der Manager zurück. Der Manager zurückkommen, ich würde mal sagen, der hat den eben gerade einfach mal so umgestoßen hinter der Theke. Kann das sein? Ein sehr komischer Kauz, würde ich sagen. Eine Klingel? Klingel. 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 Ja, ich würde mal sagen... der gute Mann liegt ja hinter der Theke und wartet mir auf. Trotz Klingeln. Okay, hier kommen wir nicht weiter. Gehen wir mal diese Tür rein.
Ich wusste nicht, wer außer mir in diesem Fall ermittelte. Aber wer auch immer es war, er hatte die Bude ziemlich gründlich durchkämmt. Ich bezweifelte, dass ich hier etwas finden würde, was nicht bereits mit Schild versehen und eingetütet worden war. Okay. Da war was, da. Das sah mir nach einer Schuppe aus. Da geht's nicht lang. Können wir hier? Das ist doch eine Polizeimarke gewesen. Nichts. Und da oben? Nichts. Okay. Das war doch eben eine Polizeimarke. Ich glaube, mich erinnern zu können. Jo, dann gehen wir mal Richtung Ausgang. Yukon, damit der Ying groß wird. Kennen wir vielleicht noch aus, wie hieß es? Eddie Murphy, auf der Suche nach dem goldenen Kind. Ich werde es mir hier nochmal erstmal einen Sessel ein bisschen gemütlich machen. So, okay. Da setzt sich doch was ab. Da laufen wir jetzt hin in dem Auto. Das ist doch das schwarze Auto vom, was mir Runseiter. Das Auto sah dem, das ich suchte, sehr ähnlich. Der Fahrer war so schlau, das Nummernschild zu entfernen. Aber die Fahrzeugnummer war noch da. Wenn ich sie durch den Großrechner im Polizeipräsidium jagte, würde ich den Besitzer identifizieren können. Jetzt haben wir nur ein Problem. Wir müssen unseren Spinner suchen. Wo stand der jetzt nochmal? Warte mal. Der Spinner stand auf dem... Wo haben wir den gelassen? Ach, jetzt kommen wir... Da ist Howie. Howie und sein Imbiss. Ich habe eben gedacht, da könnten wir lang. Wo haben wir den stehen lassen? In der DNA-Kasse, ne? Jawohl. Ich würde mal sagen, wir fliegen mal zum Polizeipräsidium und jagen mal diese Fahrzeugnummer durch den Zentralcomputer. Ja, oh, ach ja, richtig, genau. Ihr seht, wir haben hier einiges neu dazu bekommen. Nightclub Row. Hysteria Hall. Was war das? Die DNA-Gasse, wo wir jetzt gerade sind. Das war... Die Animoid Allee. Du meinst zu Hause? Polizeipräsidium. Jo. Festgenommen haben wir, glaube ich, keinen. Also wir nicht. Aber vielleicht war Kollegin Steele wieder sehr tätig. Aber erstmal gehen wir zum Zentralcomputer und dann schauen wir weiter. Hauptcomputer und Übungsraum. Während seiner letzten Wahlkampagne versprach Gouverneur Kolwig, kühne und neue Pläne in die Tat umzusetzen. Er wollte in den schwerst betroffenen Randgebieten den hochgiftigen Müll beseitigen, der unsere Stadt umgibt, den sogenannten Kippel. Nun, wie weit fortgeschritten sind diese Pläne inzwischen? Wir sprachen mit dem Gouverneur kurz vor seinem wöchentlichen Treffen mit dem Stadtrat. Unsere Studien haben gezeigt, dass die Auswirkungen des Kippels auf Los Angeles sehr gering sind. Sowohl der radioaktive als auch der giftige Müll konzentriert sich auf relativ kleine Bereiche. Und das einige Meilen vom Stadtzentrum entfernt. Ich bin allerdings der Meinung, dort draußen aufzuräumen, wäre ein lohnendes Ziel. Vor allem in Anbetracht der Tausenden von Sonderfällen, die am Stadtrand leben. Im Augenblick kann ich nur so viel sagen. Wir prüfen verschiedene Möglichkeiten und Vorschläge. Und ich bin sicher, dass unser endgültiger Beschluss zur Zufriedenheit aller sein wird. Ja... So wie alle Politiker es halt eben sind. Alles schön reden, alles toll. Diskutieren wir am besten gar nicht weiter. Übertrage persönliche Hinweisdatenbank. Der Großrechner bestätigte genau das, was ich bereits vermutet hatte. Und das Fahrzeug aus Chinatown war das gleiche, das den Hydranten vor Runsiders Tierhandel umgekarrt hatte. Das Fahrzeug war auf einen Mann namens Gavin Kelly zugelassen. Aber 2 Monate davor hatte er es als gestohlen gemeldet. Seine Akte war auch sauber. Ein Musterbürger. Arzt. Keine Vorstrafen. Ich würde wieder von vorne anfangen müssen.
Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Was mir eben gerade einfällt, wie gesagt, Mikrofon, ich hoffe, es übersteuert jetzt nicht. Ich musste jetzt halt durch die Webcam, die frisst nämlich auf Ressourcen, also musste ich hier alles neu einstellen. Und die Belichtung, wie ihr hier seht, die ist auch nicht so toll und die Webcam taugt auch nichts. Aber ich hoffe, ihr habt euren Spaß. Ich werde auch immer wieder, habt ihr ja schon gemerkt, meine Grimassen dazu machen. Schießstand. Lust hätte ich ja schon. Aber ich glaube, der Fall... Erdgeschoss. Arrestzellen. Der Fall ist, glaube ich, wichtiger. Iso, mein Freund. Babsack Nummer 2. Sie sehen ganz so aus, als ob Sie sich da drin zu Hause fühlen, Iso. Okay, der sagt nichts mehr. Und der Cash... Alles klar, Kumpel? Bitte lassen Sie mich in Ruhe. Ich habe furchtbare Migräne. Immer noch. Tja, hättest du Aspirin mitnehmen sollen. Jetzt probiere ich mal was... Arrestzellen. Ah, nee, stopp. Erdgeschoss. Jetzt probiere ich mal was aus. Was wir vorhin schon probieren wollten. Entschuldigung. Und zwar hatten wir doch probiert, nach Hause zu kommen, beziehungsweise von meinem Zuhause zum Präsidium. Und es hat nicht geklappt. Und jetzt können wir es machen. Jetzt geht das nämlich. Ich möchte nämlich mal meinen Anrufbeantworter abhören. McCoy, 88F. 88, danke. Und ich glaube, eine Runde schlafen und duschen wäre auch nicht schlecht. Vielleicht tut sich ja dann was Neues. Maggie, meine Freundin. Also die Belgier, ne? Hier, bitte, mein Mädchen. Futterzeit. Mal gucken, wo er es jetzt hinschmeißt. Hier, bitte, mein Mädchen. Futterzeit. Ah, nee, der Hund kriegt's. Okay. Ich hatte gedacht, er schmeißt's wieder gegen die Wand. Balkon. Tolle Aussicht genießen. Aber ich glaube, hier tut sich nichts. I was angry with my friend. I told my wrath did end. I was angry with my foe. I told my wrath did grow. Löschen und auf Anfang. Der fragt noch nicht einmal, wer könnte das sein? Oder so. Geh mal aufs Klo. Was war das? Katzenwäsche wieder mal? Das hat er gar nichts gemacht. Die Sau will sich nicht waschen. Porträt eines Mannes mit Schlafdefizit. Und aufs Klo muss er auch nicht. Der Mann ist besser wie ich. So, okay. Hier gibt's nichts Neues zu Hause. Maggie, Futterzeit. Hier, bitte, mein Mädchen, Futterzeit. Jetzt schmeißt das gegen die Wand. Wetten? Hier, bitte, mein Mädchen, Futterzeit. Haha. Okay. Sehr witzig. Die Nummer Ihres Stockwerks, bitte. Wir wollen ins Präsidium, unseren Spinner, und dann fliegen wir mal DNA-Gasse. Quatsch. Nightclub Row. Da. Und dann werden wir doch mal sehen, was wir da alles herausfinden. Ich glaube, nämlich Nightclub Row, das war diese Spiel. Halle. Stopp. Gehen wir nochmal schnell ins Büro zum Gusa. Ja, das sind Wege. Aber da muss er durch. Oh. Keiner zu Hause. Okay.
Können wir hier ein bisschen rumstöbern? Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Nein. Da tut sich irgendwie gar nichts. Okay. Ab zum Dachgeschoss. Die arme Sau muss ganz schön rennen. Macht nichts. Nur so bleibt ein Polizist fit. So. Nightclub. Und das war nochmal die... Ach ja, die Hysteria Hall. Nightclub, Hysteria Hall. Da war die... Das ist diese Spielhalle. Soweit ich mich noch erinnern kann. Genau. Guck mal kurz auf die Uhr. Haben noch ein bisschen Zeit. Es war der Schwindler. Er sagte, Pat hat keinen Erzmantel. Sie hat einen guten republikanischen Stoffmantel. Das ist alles. Da irrst du dich, Schatz. Es war Herbert Hoover. Entschuldige bitte, aber ich war da. Also wenn überhaupt, warst du damals erst 3 Jahre alt. Ich erinnere mich trotzdem. Als wäre es gestern gewesen. Und er sagte Pelzmantel, nicht Nerzmantel. Ich habe es auf einer Discovery-Disc gesehen. Ups, hier kann man sich nicht mal eine drehen. Streiten Sie sich immer noch? Das hält die Ehe jung und frisch, Ray. Was können wir für Sie tun? Einmal komplett. Kommt sofort. Kennen Sie sich mit Politik aus, Ray? Berühmte Zitate und so ein Zeug? Ich versuche mich da rauszuhalten. Und was ist mit der Checkers-Rede? Nie davon gehört. Hoovers Checkers-Rede. Nixons Checkers-Rede. Du vergisst im Alter aber eine ganze Menge. Du aber auch, Herzchen. Schon mal dieses Mädchen gesehen? Etwa 14? Rosafarbenes Haar? Vielleicht in der Spielhalle? Ich war auch mal 14 und hatte rosarotes Haar. Vor langer Zeit. Ich glaube nicht, dass er dich meint. Natürlich nicht. Und jetzt nicht. Wir arbeiten doch vor der Spielhalle. Wir sehen jeden Tag bestimmt 20 bis 30 Mädchen mit rosafarbenem Haar. Ja, und auch in allen anderen Farben des Regenbogens. Wissen Sie, wo ich Käse auftreiben kann? Sowas wie den hier? Zeigen Sie das hier nicht so offen herum. Er ist doch hier der Polizist, Schatz. Abgesehen davon, die Kids heutzutage... Die rammen dir mit der gleichen Hemmungslosigkeit ein Messer in den Rücken, mit der sie dich in der Bahn um Ginien anschnorren. Wenn sie diesen Käse hier in der Gegend offen zeigen, stehen sie auf der Abschussliste, Mann. Wer verkauft ihn? Also wir wollen wirklich keinen Ärger, Ray. Ich will nichts nebenbei verdienen. Ich brauche bloß ein paar Informationen. Diese verrückte Frau, der die Kingston Kitchen gehört. Also sie prahlt dauernd mit ihrer geheimen Zutat rum. Also dieser Eintopf, den sie kocht, schmeckte schon immer ein bisschen seltsam. Ja, und sie nimmt eine Stange Geld dafür. Haltet euch gerade, ihr beiden. Haltet euch gerade, ihr beiden. Okay. Zwei nette Herrschaften. Sehr auskunftsfreudig. Viele schöne Videospiele. Können wir da auch eins zocken? Ich weiß gar nicht mehr. Die Leute können wir aber auch nicht fragen. Achso, das bin ja ich. Ah. Da ging's rein. Gucken wir mal schnell weiter. Ach ja, genau, das Labyrinth. Wo ist der Ausgang? Wo war nochmal der Ausgang? Wo bin ich denn? Hallo? Ah, da ist er. Na gut. Einmal Fitnessparcours für Ray McCoy, bitte. Das hört sich eher an, als wenn ich ein Kind kriegen würde. Aber er weiß nur, wo er lang muss, er weiß Bescheid. Also er kennt das wohl schon öfters. Er kennt das cool, hat es wohl schon öfters gemacht. So.
ist er denn jetzt? Ach, da hinten. Okay. Ja, dann rennen wir weiter. Ganz schön groß das Ding. Weiter Weg. Jetzt ist er schon wieder verschwunden. Ah ja, okay. Nichts. Nichts. Da steht sie, Lucy. Ich hab dich gesucht. Bitte lassen Sie mich in Ruhe. Vater hat mich vor Ihnen gewarnt. Ich werde dir nichts tun. Leben Sie schon immer auf der Erde? Ja. Vater hat mir gesagt, er stellt sich vor, dass es auf der Erde ganz besonders und ganz wunderschön sei. Mit Vögeln und Blumen und Bäumen und blauem Wasser. Aber es ist überhaupt nicht so. Ich kann mich nicht erinnern, dass es irgendwann so war. Warum haben die Runsiders Tiere getötet? Ich wollte nicht, dass sie es tun. Aber Vater war so wütend. Und Sadiq meinte, Mr. Runsider hätte es verdient, weil er mich so schlecht behandelt hat. Es ist so komisch. Ich bin weniger wert als diese Tiere. Ich sollte sie wohl hassen. Aber das tue ich nicht. Also waren alle Tiere echt? Mr. Runsider hat manchmal auch andere gekauft. Künstliche? Er hat mir oftmals erzählt, dass er unter Schutz stand. Dass sie von jemandem stammten, der nahe an der Quelle war. Wer war an diesem Abend noch da? Vater und Onkel Suben. Kannst du mich zu deinem Vater bringen? Ich glaube nicht, dass ihm das gefallen würde. Außerdem weiß ich gar nicht, wo er ist. Armes, trauriges Mädchen. Komm mit, ich möchte, dass du dich einem Test unterziehst. Drecksack! Ja, weg ist sie. Typisch. Die müssen ja verschwinden, sonst wäre das Spiel ja fast zu Ende. Da geht's rein. Ist ein Prachtexemplar. Ja, ehrlich. Nur 35.000. Ja. Rot, orange, blau. Kotzgrün, jede Farbe, alles, was du willst. Gib mir 24 Stunden Zeit, die Graffitis abzuwaschen. Sie bewundern diesen Bishy-Caddy, hm? Kann ich gut verstehen. Der geht in 0, nichts auf 125, ohne auch nur zu zittern. Dazu muss man natürlich die richtige Straße haben. Das ist immer das Problem. Crazy Legs Larry Hirsch. Freut mich. Ray McCoy. Sie können mich Larry nennen. Oder Crazy. Sie können mich auch Crazy Legs Larry nennen. Aber rufen Sie mich nicht an, wenn Sie nicht einen heißen Schlitten haben wollen. Okay. Dieser Bishy ist außergewöhnlich. Die Technik stammt aus dem ostasiatischen Raum und ist tadellos, wie üblich. Aber Sie haben auch etwas vom klassischen Styling aus den alten Tagen der GM rübergerettet. Das ist ein schönes Stück. Vergessen Sie diese Fibroplast-Filipino-Klapperkisten, die jeder fährt. Das hier ist das Wahre. Werfen Sie mal einen Blick drauf. Sehen Sie das? Sehen Sie das? Das ist aus richtigem Chrom, aus echtem Chrom. Die hatten noch 100 Folien Tijuana-Chrom gebunkert, aus Vorkriegszeiten. War völlig legal und so. Wunderschön, nicht wahr? Ich glaube, so etwas habe ich noch nie gesehen. Und wahrscheinlich werden Sie es auch nie wiedersehen. Es sei denn, Sie stehlen diese Schönheit. Und ehrlich gesagt, also offen gesagt, ich muss es sagen. Ihr Name steht drauf. Ray McCovey. McCoy. Was machen schon ein paar Buchstaben mehr oder weniger, hä? Muss ich mir überlegen. Aber überlegen Sie sich's bloß nicht zu intensiv oder zu lange, Ray. Sonst könnte es durchaus sein, dass er weg ist, wenn Sie wiederkommen. Schon kapiert. Guter Autoverkäufer. Der weiß, die Leute zu belatschern. Sagt er noch was? Hoffentlich haben Sie gültige Papiere für all diese Fahrzeuge. Ist das ein Kindergarten oder was, Ray? Sie reden hier mit Crazy Legs Larry Hirsch. Also ich nehme mal an, das heißt ja. Denken Sie, was Sie wollen. Hauptsache, Sie machen keine Probefahrt in Sektor 4 damit. Ich riskier's mal. Hoffentlich haben Sie gültige Papiere für all diese Fahrzeuge. Alles klar. Ist das ein Kindergarten oder was, Ray? Sie reden hier mit Crazy Legs Larry Hirsch. Also ich nehme mal an, das heißt ja. Denken Sie, was Sie wollen. Hauptsache, Sie machen keine Probefahrt in Sektor 4 damit. Okay. Die Enddialoge ist manchmal doch etwas sehr lange. Aber da kann man wohl nichts machen. Wo kommen wir
dahin. Da geht's hoch, Ziehtreppe. Ah, Autos. Abgeschlossen. Guck mal da, eine Viper. Was für ein Scheiß. Viper ist doch kein Scheiß, hallo. Ray, du enttäuschst mich jetzt aber. Abgeschlossen. Okay, nichts zu holen hier. Ansonsten... Nein. Machen wir uns wieder runter. Hey Ray, wie geht's denn so? Gute. Bestens, Crazy. Sie haben über den Caddy nachgedacht, nicht wahr? Kann ich mir vorstellen. Mich hält der nachts auch wach. Dabei habe ich nicht mal auf dem Rücksitz geknutscht. Was allerdings beim Zuchtbullen Ihres Kalibers zu erwarten sein wird. Geben Sie mir eine Puppe dazu und wir kommen vielleicht ins Geschäft. Kein Problem, besorge ich sofort. War bloß ein Scherz. Okay, dann war es halt nur ein Scherz. Computer? Da? Hey, Pfoten weg, Ray! Okay, der ist auf Zack. Aber das muss auch ein Autoverkäufer sein. Jo. Ja, Lucy ist weg. Ich glaube, die zwei netten Herren. Der nette Herr und die nette Dame. Haltet euch gerade, ihr beiden. Ja, wir haben uns auch nichts mehr zu sagen. Ich guck mal auf die Uhr. Jo. 20 Minuten ungefähr haben wir jetzt voll. Ich würde sagen, wir brechen mal hier ab. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Mit Webcam. War jetzt mal so ein bisschen, ja, weiß nicht, ne? So ein bisschen durchwachsen alles. Nichts Atemberaubendes. Ein paar Sachen gefunden, ja, aber ich denke mal, da kommt mit Sicherheit noch einiges. Okay, das war's. Macht's gut. Ciao.